So, weiter geht's mit Raum in Raum. Diesmal geht's auch an die Decke und zwar von innen. Und da wollen wir ein paar Sachen zeigen. Zum einen natürlich, wie man die Deckenunterkonstruktion montiert, wie man die Deckenplatte selber montiert. Das wird wahrscheinlich kein großer Eck sein für euch oder so, wie man die auch spachtelt, auch nicht. Aber wichtig ist halt tatsächlich, worauf man achten sollte und welche Möglichkeiten man hat. Richtig? Genau, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also das heißt, bei unserem jetzt Raum-in-Raum-System ist ja alles pari, sage ich mal. Das war der Gong zum Feierabend, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ist egal. Aber wichtig ist, wir haben jetzt die gesamte Unterkonstruktion ja bei Null aufgebaut. Das heißt, damit ist jetzt für uns natürlich alles akkurat im Wasser. Und wir müssen jetzt nicht mit dem Laser anfangen, hier wie ein Verrückter rumzueiern, sondern wir können hier tatsächlich zum Beispiel direkt auf Kontakt gehen und haben schon mal praktisch alles direkt dran. Und wir haben natürlich auch für uns die Vorgabe, so wenig Platz wie möglich jetzt im Raum zu verlieren. Also, was bietet sich da an? Direkt bis hoch zu fahren. Genau, ja. Und zwar mit dem Klickfix. Genau, und da gibt es dieses CB-Profil dafür. CD. CD-Profil dafür, Verbesserer. Und das dreht sich drum, da sind wir bei knapp 2,5 cm. Und die einfachste Möglichkeit ist dann mit so einem Direktabhänger, Klickfix, das eingeklickt. Und das bedeutet, ich verliere eigentlich in der Höhe so gut wie nichts. Genau, ich kann hier immer noch Kabel ziehen oder so, wenn jetzt jemand darin machen möchte. Er kann jetzt natürlich auch jederzeit zum Beispiel noch an Dämmstoff vorbei Kabel über die ganze Unterkonstruktion hinweg irgendwo verteilen. Wir haben es bei uns schon in der Decke von oben gemacht gehabt. Also wichtig ist aber auch, dass man tatsächlich diese Elemente hier schon vorab montieren kann, weil man tatsächlich diese Systeme schieben kann. Das heißt, wenn wir jetzt wissen, dass wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von unseren Balken hier unten haben, dann kann ich praktisch 7 Stück von denen schon einklinken und die dann auf Position nachher so schieben, wie ich sie brauche. Wenn es oben ist, wirklich verschieben. Genau. Das Gute ist, ich zeige es mal hier von der Seite, also sehr zugänglich gemacht, dass man wirklich optimal die Schraube eindrehen kann. Eine Alternative dazu sehen wir hier nebendran, weil du jetzt schon sagst, weil man die Schraube so schön von unten gegen die Decke drücken kann. Würde ich das Ganze tatsächlich, weil es eine krumme Decke ist oder weil ich noch einen bestimmten Platz brauche, das Ganze noch weiter abhängen müssen mit den U-Direktabhängern hier, dann kann ich natürlich die jetzt mit den kleinen Schrauben zwar festmachen und hier weiter runterkommen, heißt aber, ich muss jetzt natürlich in dem Augenblick wieder anfangen, hier mit dem Laser einzumessen, meine UDs muss ich entsprechend einmessen, meine CDs muss ich einmessen, sodass nachher alles wieder eigentlich akkurat ist und ich muss hier von der Seite schrauben und das ist eigentlich, finde ich persönlich, immer unkomfortabel, sage ich jetzt mal. Also die Lösung ist definitiv leichter. Ja, ich sag mal, immer wenn du in der Wand schrauben musst und dann kann sich irgendwas um 1-2 mm verschieben und so bist du pari. Und vor allem, du drückst da hier von hier mit dem Akkuschrauber und dann verbiegt sich das ein bisschen oder so. Also ja, das ist aber immer das geht ein bisschen tricky. Was ja zum Schluss ist, dann könnt ihr einfach, wenn die angeschraubt sind, die dementsprechend nach oben biegen, dass die wieder unter die Platten montiert werden können. Sieht ja dann so aus. Auf eine Art hilft es natürlich wieder, den Dämmstoff in Position zu halten, falls jemand hier nochmal nachträglich Dämmstoff reinmachen möchte, warum auch immer. Aber wir haben es ja bei uns schon in der Decke drin, also von dem her bräuchten wir das jetzt nicht. Aber wichtig ist, dass man beide Versionen kennt. Wenn man noch was ausgleichen muss oder Platz braucht für Installationen, kann man mit den U-Direktabhängern arbeiten, ansonsten mit dem Klickfix. Die gibt es ja in verschiedene Länge, also ja, jetzt nicht bloß in dem. Und also wie gesagt, eine Alternative ist es auf alle Fälle, wie Güven schon sagte, wenn das eine unebene Decke ist. Oder man muss wegen Lüftungsrohre irgendwas dementsprechend abhängen. Aber sonst, wie er schon schön erklärte, also hier direkt und genau das direkt auch anschrauben dann. Falls man aus irgendeinem Grund tatsächlich noch ein bisschen höhere Schallschutzanforderungen an den Raum selber hat, gibt es natürlich auch die hier schallentkoppelt mit so einem Gummistopfen dran und auch den Klickfix-Direktbefestiger gibt es auch mit einem Schallstopfen dran sozusagen, sodass man hier tatsächlich nochmal eine Entkopplung erzeugen kann, falls das gewünscht sein sollte aus irgendwelchen schalltechnischen Gründen, weil hier innen drin eine Maschine steht, die besonders laut ist und den Geräusch nicht übertragen muss. Oder hier gleichbleibendes Geräusch hat. Wie auch immer. Also da gibt es verschiedene Varianten, wie man tatsächlich nochmal den Schallschutz entsprechend ertüchtigen kann. So, wir haben uns jetzt praktisch bei uns, weil wir natürlich alles im Wasser haben, für das Klickfix entschieden. Und das machen wir jetzt. Wichtig, wieder Handschuhe anziehen und Brille. Da in der Breite einfach wirklich drauf achten, dass ich in der Länge dementsprechend ein bisschen Luft besitze. Das heißt ja, ich muss praktisch auf der Gegenseite, ja, wie Güven jetzt schön oben anzeigt, in das Profil einfahren. Hier sieht man es auch richtig schön. Also ich darf nicht ganz press drin sein. Genau. Sondern man hat hier übertrieben die Schiene so etwas eindrehen.
Genau. Dafür brauche ich ja dann die gewisse Luft dafür. Also ein bisschen Spiel auf jeden Fall berücksichtigen, aber nicht bloß einen halben Zentimeter Auflage, das wäre mir zu wenig. Also da guckt ihr bitte drauf, dass ihr schön noch hinten so einen Zentimeter Luft habt maximal. Genau, und wie Güven auch schon erklärt, das Schöne ist jetzt eigentlich, ich muss mir das jetzt gar nicht anzeichnen, den Abstand, was der Güven oben hat. Ich kann die ungefähr wirklich nach Augenmaß einfach jetzt mal so einklicken. Gebe die Schiene nach oben und dementsprechend wird dann eine noch und dann haben wir es einfach nach oben geschraubt. Genau. Dadurch, dass man sie ja verschieben kann, können wir sie ja dann in die Position bringen, die wir haben wollen. Vielleicht bevor du es hochhebst, wenn du Master noch mal guckt. Ich gebe dir gerade mal noch ein paar Schrauben, ja, danke bevor dir. Ohne da stehst. Die so. Kann man auch gerade mal, das sind die silbernen. Genau, die Befestigungsschrauben. Genau, die gibt es in verschiedenen Abmessungen. Die sind dementsprechend auch wieder mit einer Bohrspitze. Davon gibt es übrigens drei Versionen, wenn ich mich recht entsinne. Wir haben jetzt praktisch die Befestigungsschraube genommen, die jetzt bei uns vorliegt, mit 4,8 x 16. Also es gibt auch andere, aber die haben wir jetzt halt gerade da und dann machen wir die. Wichtig ist auch noch, dass man hier praktisch die Achsabstände nochmal entsprechend berücksichtigt. Also die Platten, die Unterkonstruktion selber so maximal 50 cm, Achsmaß so Mitte, sodass man hier tatsächlich auch nachher mit einer ganzen Platte arbeiten kann. Und zum Rand hin, damit es kein freies Kragen gibt, tatsächlich so Mitte Profil bis zum Rand ungefähr maximal 15 cm. Dann hat man auf jeden Fall genug Festigkeit auch in der Platte, wenn man einlagig montiert oder auch höher. Dementsprechend kann man ja auch zum Abstand wieder sich eine Abstandleiste im lichten Maß machen. 44 und dann immer, wenn die erste Leiste sitzt, dagegen fahren und da kann ich davon ausgehen, Dachdecker, dass es immer parallel ist. Das Gute ja an der Schiene ist aber, es ist immer gerade. Das ist ja der Vorteil gegenüber Holz dann. Holz hat ja doch eine gewisse Struktur, da ist ein Ast drin, dann ist mal irgendwie eine Welle oder. Hier bin ich halt wirklich kerzengerade und mache mir da wirklich überhaupt keine Gedanken. Okay, ich würde jetzt sagen, du gibst mir es hoch und dann montieren wir schon mal eine, dass die Zuschauer das schon mal gesehen haben. Genau, ich gehe da auch nach oben. So, du sagst mal, wenn du es hast. So, ich muss jetzt hier tatsächlich so seitwärts eindrehen, warte mal kurz. Also hier in mein UD rein, rüberschieben. Ich habe es ja bei mir markiert. Ich bin jetzt hier ganz presst, das heißt, Peter, du hast noch ein bisschen Luft. Ja, ja. Wenn du drin bist, sagst du es. Alles gut. So. So, und jetzt hier nochmal der Hinweis. Also hier sieht man jetzt unseren Klickfix, den schiebe ich jetzt in die Position, die ich haben möchte. Und dann kann ich sie natürlich wunderbar festschrauben. Genau. Ich halte bei dir. So. Und bei den Schrauben auch, das seht ihr, also wirklich speedy geben. Also genau. Nicht langsam drehen, sondern da könnt ihr wirklich ordentlich Gas geben. Fertig. Und vor allem, weil ich von unten schön drücken kann, ist es tatsächlich eine... Die Arbeit super einfach. Und dann hängt auch schon praktisch alles, was ich brauche, hier an der Decke. Und so arbeite ich mich hier praktisch einmal über die ganze Decke durch. So, Peter, mein Kabel. So. Und das ist der Wahnsinn, was das wirklich, also ja, das ist brutal, was man da dranhängen kann. Wahnsinn. Genau. Also man sollte schon an der Stelle wissen, dass man hier einfach mit dem System am wenigsten Platz verliert. Das ist einfach das, was man besichtigen möchte. Wenn man jetzt je Kabel durchziehen müsste, kann man immer noch den Dämmstoff wegdrücken, Kabel auf die andere Seite geben oder einmal über die gesamte Achse. Also ich habe hier nachher die Installationsebene immer noch zugänglich, auch mit diesem wenigen Abstand, also von dem her passt es. Ich kann da eigentlich fast nichts falsch machen. So. Gut. Das war es eigentlich jetzt schon von der Decke her. Also schön, dass ihr wieder dabei wart. Beim nächsten Mal sehen wir was, Güven? Eigentlich sind wir fast fertig, oder? Eigentlich sind wir fast streichen fertig. Wollen wir ja nicht zeigen. Nee, aber man kann ja noch zeigen, was für Möglichkeiten gibt für dementsprechend Deckenplatten, also Gipskarton über Kopf zu verarbeiten. Ah, okay, stimmt. Wäre ein großer Vorteil, oder? Also die das natürlich mit Kopf und Arm und Schultern machen, die sind leider tatsächlich gestraft. Da gibt es natürlich ganz tolle Hilfsmittel. In der Regel 5 Peter, die irgendwo was halten oder tatsächlich Gerätschaften, die das machen. Und das machen wir in dem Augenblick tatsächlich mit Gerätschaften, weil 5 Peter habe ich nicht. Es gibt nicht nur einmal, gell, Schatzi? Ja, genau, so ist das. Das alte Ehepaar hat gesprochen, ne? Genau. Ja, aber wie gesagt, von daher,
Wir werden noch so eine Stunde schrauben und versuchen, die Decke dann fertig zu machen. Genau. Genau, in diesem dann Sinne. Hoffen wir, bis zum nächsten Mal. Ne? Freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss. Tschüss.